Freitagnachmittag, kurz vor 17 Uhr am Stadion in Duisburg. Rund 30 Fans des MSV Duisburg sind hier zusammengekommen. Die meisten davon gehören zum Fanclub der Super Zebras, einem Zusammenschluss von Duisburger Fußballfans, den Zebras und Fans des niederländischen Zweitligisten BV de Graafschap, den Superburen. Also ich persönlich war schon früh auf die aufmerksam geworden, wegen halt blau-weiß gestreift. Finanziell auch immer ein wenig wie der MSV angeschlagen, zweite Liga-Mannschaft. Also sehr viele gleiche Punkte, die, wo ich gesagt habe, könnte mein MSV sein. Und die waren dann, ich glaube Ende 2015, waren die hier zu einem Spiel gegen Bochum. Und da bin ich dann über eine Facebook-Seite aufmerksam geworden. Die hatten dann einen Monat später eine Fahrt gemacht nach Holland. Also fast genau heute vor 3 Jahren war das. Ja, und da bin ich ja mitgefahren und ja, so kam ich dann das erste Mal nach Holland zu der Graafschap. Und daraus, aus einem normalen Fußball gucken, wurden wirklich Freundschaften. Also wir haben Leute, mit denen sind wir privat, unternehmen Privatsachen, wir schenken uns zum Geburtstag was, zu Weihnachten was. Also das ist eine richtige Freundschaft geworden mit vielen Leuten, wo man dann sagt, okay, ich fahre dahin zu Freunden, gucke nebenbei noch Fußball, der meistens gut ist, nicht immer erfolgreich, aber auf jeden Fall immer sehr ansehnlich. Während sich die Sonne langsam verabschiedet, geht es mit etwas Verspätung für die Super Zebras mit dem Bus nach Döttingen, der Heimat vom BV de Graafschap. Das Wetter mittlerweile bescheiden, die Stimmung aber umso besser. Nach einer knappen Stunde Fahrt passiert der Bus die holländische Grenze. Die letzten organisatorischen Worte hat der Vorsitzende. Wir parken im Gästebereich und dann kommt der erste Vorsitzende vom Verein und der Fanbeauftragte wird uns begrüßen hier im Bus, überreicht uns ein paar Münzen, um vor Ort ein Bierchen auf die Fanfreundschaft zu trinken. Jo. So viel dazu. Martin Moos, Präsident von de Graafschap, nimmt die Duisburger Delegation wie angekündigt in Empfang. Ein paar nette Worte inklusive. Fantastisch, herzlich willkommen von allen Leuten aus Duisburg, die hier gekommen sind. Und wirklich super und hoffentlich. Nach einem kurzen Aufwärmprogramm geht's auch schon los. Kaum die Plätze eingenommen, gibt es für die Superburen und die angereisten Duisburger auch schon Grund zum Jubeln. Nach einer Viertelstunde und 3 Toren kehrt auf dem Rasen etwas Ruhe ein. Dank Ennerts und Rüß herrscht auf den Rängen aber weiterhin gute Stimmung. Doch die doppelte Zebra-Power nützt nichts. Am Ende verlieren die Superburen unglücklich, zum Ärger der 8000 Zuschauer. Für die Super-Zebras heißt es zusammenpacken. Trotz Niederlage von Enttäuschung keine Spur. Läuft das Spiel, ist eigentlich die Stimmung ganz gut. Läuft das Spiel nicht, dann ja, ist die Stimmung auch entsprechend nicht ganz so gut. Aber nichtsdestotrotz, geil hier. Kurz nach Mitternacht zurück in Duisburg. Am Stadion löst sich die Gruppe langsam auf. Doch nur kurz, denn schon bald geht es für die Super Zebras wieder zu den Freunden in die Niederlande.